Schönen guten Morgen in die Runde. Ganz klasse, dass Sie sich am Montagmorgen schon Zeit genommen haben, hier mit uns heute diskutieren wollen. Und ein ganz herzliches Danke an Markus Röser und Jan Plagge, dass Sie das mitmachen, dass Sie mit uns diskutieren, ein bisschen mit nachdenken über das, was wir hier in Anführungsstrichen als Hybridlandwirtschaft bezeichnet haben. Anführungsstriche deshalb, weil uns natürlich auch klar ist, dass das kein richtiger Begriff ist, der dafür am Schluss in der Vermarktung tatsächlich eine Rolle spielen könnte. Ganz kurz im Background, warum denken wir darüber nach? Unter anderem, weil wir in diesem größeren Forschungsverbund mit aktiv sind, NOPS, also ein im Rahmen der Agrarsysteme der Zukunft vom BMBF gefördertes Projekt, in dem es darum geht, eine Landwirtschaft zu erproben und zu erforschen, die ohne chemisch-synthetischen Pflanzenschutz, aber mit mineralischer Düngung arbeiten würde, als eine Überlegung heute in Richtung von Landwirtschaftsbewirtschaftungsformen, die nachhaltiger sind als das, was wir heute als konventionelle Landwirtschaft bezeichnen, aber nicht bio sind. Und das kann man jetzt als Hybridlandwirtschaft mal als Arbeitstitel bezeichnen oder auch anders. Aber es geht irgendwie um diese Suche. Und dazu möchte ich Sie ein wenig einführen in diese Frage. Ja, man könnte ja auch denken, 100% Bio ist die Lösung der Transformationsherausforderung. Warum das vielleicht, zumindest aus meiner Einschätzung, Herr Plagge wird das vielleicht anders beurteilen, zumindest nicht in absehbarer Zeit die Lösung ist, möchte ich am Anfang kurz darstellen, Strategien für eine nachhaltige Landwirtschaft in der Breite, dann, wo Bio eine wichtige Rolle spielen, aber vielleicht eben nicht alles ausmacht, überlegen, dazu ein wenig mit Ihnen nachdenken, dazu auch darauf eingehen, warum das, was wir als integrierte Landwirtschaft, integrierte Produktion bezeichnen, wo vielleicht vor 30, 40 Jahren viele Hoffnungen reingesetzt wurden, warum das nicht funktioniert hat, und überlegen, wie könnte das am Markt vielleicht zukünftig eine nachhaltigere konventionelle Landwirtschaft eine Rolle spielen, wenn wir nicht nur auf Ordnungsrecht und Förderung setzen wollen. Also das eine kurze Agenda und vielleicht ganz kurz einleitend zum Hintergrund, warum darüber auch nachdenken. Wir haben im Wissenschaftlichen Beirat für Agrar- und Ernährungspolitik in zwei Gutachten 2018, und da ging es um die Weiterentwicklung der GAP, und insbesondere 2020, da ging es um nachhaltigere Ernährung, und daraus sehen Sie links die zentrale Bubble-Grafik. Haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie sieht denn ein nachhaltigeres Ernährungssystem aus? Und eine zentrale Empfehlung damals 2020 an das Bundesministerium war, Landbausysteme weiterentwickeln, Öko und mehr, was Sie dort als achte Empfehlung sehen. Und das zeigt schon so ein Stückchen die Richtung. Also Öko, ja, Biolandwirtschaft weiter fördern als Pioniersegment, aber eben auch mehr. Öko ist vielleicht eben nicht alles. Wir haben das damals, das war übrigens vielleicht am Rande, das Kapitel in unserem Gutachten von 800x Seiten, Kapitel 5.2 zu nachhaltigeren Landbewirtschaftung, wo wir vielleicht am meisten darüber auch ziemlich kontrovers im wissenschaftlichen Beirat diskutiert haben, um die Frage, welche Rolle soll eigentlich Öko einnehmen? Und Sie sehen hier das, was wir damals da reingeschrieben haben. Also die Bundesregierung möge bitte den Ökolandbau weiter fördern, in der Fläche vielleicht das damals geltende 20%-Ziel erreicht ist und insbesondere auch dort fördern, wo lokale Güter geschützt werden müssen. Aber Ökolandbau ist nicht das einzige Landbewirtschaftungssystem aus bestimmten Gründen, insbesondere aufgrund der Ertragsdefizite, die internationale Forschung so auf 19-25% im Durchschnitt, auf Gunststandorten sicherlich ein bisschen mehr, hier in Deutschland beziffert. Und deshalb eben die Empfehlung damals ans Bundesministerium, darüber nachzudenken, was könnten denn Hybridsysteme sein, also etwas weniger intensive konventionelle Systeme mit höherer Ökoeffizienz. Und diese dann aber auch umfassend zu zertifizieren und gegebenenfalls auch am Markt für die Verbraucherinnen und Verbraucher erkennbar
zu machen und in diesem Rahmen eben Potenziale technischer Lösungen, Robotik, Sensorik, Genome-Editing und anderes auch mit einzubauen. Also das war damals unser Konsens im wissenschaftlichen Beirat und eben insbesondere rekurrierend auf diese Frage und hier ein Paper von Mosnigli und anderen, wo sie mal das Szenario 100% Bio durchdacht haben, wo man eben auch sieht, Bio weist viele Vorteile auf, aber hat eben Nachteile im Bereich Landnutzung und Deforestation, indirekte Landnutzungseffekte aufgrund der Ertragsdefizite. Und diese mögen im Moment noch nicht so zentral sein bei den aktuellen Marktanteilen. Lassen sich ja auch ohnehin nur schwierig modellieren und berechnen, keine ganz einfache Fragestellung. Aber wenn der Öko umso größeren Einfluss der Ökolandbau, umso größeren Anteil hätte, umso wichtiger wird dieser Punkt, die Landnutzungseffekte. Und in der Zukunftskommission Landwirtschaft 2021, hier wörtliche Zitate aus unserem Abschlussbericht. Auch da haben wir lange darüber diskutiert und vor dem Hintergrund eben dieser Transformationsherausforderung auch die Zukunftskommission, auch die Biolandwirtschaft gewürdigt, dass sie eben als Pioniersegment dazu beiträgt, Fahrtabhängigkeiten von anderen Produktionsmodellen zu verringern, dass sie das einzige Nachhaltigkeitsprogramm ist, was eben wirklich sich am Markt bisher in Deutschland zumindest niedergeschlagen hat, einen Markt entwickelt hat und damit eben auch umfassende Pionierleistungen erbracht hat. Und dass es eben auch wirklich definiert, kontrolliert ist und damit den Bürgerinnen ermöglicht, in ihrem Einkaufsverhalten Nachhaltigkeit auch zu berücksichtigen. Aber eben auch das, was ich hier gelb markiert habe, auch die Zukunftskommission hat gesagt, es sollten Konzepte diskutiert und entwickelt werden, deren Ziel es ist, unter Nutzen von Elementen sowohl des Ökolandbaus als auch konventioneller Praktiken, und jetzt das Entscheidende, hohe Produktivität mit hohen Nachhaltigkeitsstandards zu verbinden. Ich denke, in der Fachdiskussion gibt es viele Befürworterinnen einer solchen Position. Trotzdem, am Markt hat sich da eigentlich fast nichts getan. In den letzten Jahren, auch in der politischen Diskussion, muss man um diese Frage, kann sich ein solches Segment herausentwickeln, nicht wirklich weitergekommen. Und warum ist das? Vielleicht guckt man ein Stückchen auf Bio zurück. Und ich habe mal versucht, hier etwas plakativ vielleicht den Markenkern von Bio hier aus der Entwicklung kommt, nämlich als Teil einer sozialen Bewegung darzustellen. Also wenn man Bio verstehen will, muss man verstehen, dass Bio Teil der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung war und ist und dass das ganz viel zur Glaubwürdigkeit dieses Segments beigetragen hat und dass es ein Segment ist, eine Art von Landbewirtschaftung, die von ihren Ursprüngen als Teil auch der Lebensreform und Jugendbewegung vor über 100 Jahren entstanden ist auch ein Gegenbild gegen die Industrialisierung mit einer starken Natürlichkeitspräferenz, eine Präferenz, die nicht nur in Deutschland, eben auch von einem erheblichen Teil der Bevölkerung geteilt wird. Gerade für Agrar- und Ernährungsthemen gibt es eine starke Natürlichkeitspräferenz und die steckt hinter Bio und die steckt eben auch dahinter, warum Bio eben nicht einfach so CRISPR-Cas, um das jetzt etwas plakativ mal auf den Punkt zu bringen, integrieren kann, eine solche technologische Innovation in sein System, weil es eben dieser starken Natürlichkeitspositionierung nicht entspricht. Bio hat sich dann weiterentwickelt, hat sich am Markt weiterentwickelt, ist politisch gefördert worden, hat auch Debatten um Konventionalisierung ausgelöst, ist stärker jetzt auch in der Industrie, im Lebensmitteleinzelhandel verankert. Und gleichwohl, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wir haben jetzt eben in Deutschland so ungefähr 6,5% Anteil am Lebensmitteleinzelhandel im Außerhausmarkt, wird ja gerade aktuell viel darüber diskutiert, deutlich weniger, wenn man das jetzt auf den Anteil an der Produktion anschauen, in der Fläche sind es mehr als 10%, auf die Produktmenge bezogen sind es sicherlich eher nur so 5% vielleicht und eben diese 6,5% am Umsatz. Also
von den politisch gesetzten 20, 25, 30%, wie wir als Ausbauziele haben, noch weit entfernt. Und jetzt kann man lange darüber diskutieren. Das wird ja auch ausgiebig in der Öffentlichkeit gemacht. Was könnte man tun, um Bio stärker zu verbreiten? Und klar, wenn man die Erträge steigert, den Konsum tierischer Erzeugnisse verringert, die Lebensmittelverschwendung verringert, weniger Energiepflanzen anbauen würde, das sind alles dann Punkte, die dazu führen würden, dass weniger Landnutzungskonflikte auftreten und wir gesellschaftlich mehr Potenzial in der Fläche einfach haben. Aber wir haben natürlich eben auch genau bei diesen Themen große Herausforderungen, das überhaupt umzusetzen. Und deshalb kann man lange dann darüber diskutieren, was ist denn der geeignete Anteil, Marktanteil von Biolandwirtschaft. Aber von 100% sind wir doch am Markt noch ziemlich weit entfernt. Und deshalb möchte ich jetzt im nächsten Teil darauf eingehen, gibt es vielleicht eine nachhaltigere Landwirtschaft, die noch stärker in der Breite, die eben eine stärkere ökologische Effizienz sicherstellt als die heutige konventionelle Landwirtschaft? Und wie könnten wir da hinkommen? Und dann kann man natürlich einmal sagen, okay, das können wir ordnungsrechtlich anstoßen. Wir können also bestimmte Gesetze im Grundwasserschutz, in der Düngung, im Pflanzenschutzmitteleinsatz anheben. Und das wird ja auch intensiv diskutiert gerade. Wir können, und auch da hat die Zukunftskommission sich dazu geäußert, wir können die GAP-Mittel anders, stärker gemeinwohlorientiert auf Umweltgüter hin ausrichten, also Subventionen stärker zielgerichtet einsetzen, um die konventionelle Landwirtschaft auch nachhaltiger zu machen. Aber die Frage ist, welche Rolle soll der Markt, soll die Nachfrage dabei spielen? Denn bisher ist eben am Markt, haben wir relativ klar schwarz-weiß, haben wir Bio versus konventionell, eine starke Polarisierung der Debatte. Ich glaube, jedem, der sich mit Landwirtschaft beschäftigt, ist klar, dass es in der Realität deutlich mehr Graustufen gibt, aber es ist eben für die Konsumentinnen nicht erkennbar. Gibt es also irgendwie eine konventionelle Landwirtschaft zwischen, nachhaltige konventionelle Landwirtschaft zwischen dem, was wir heute als Marktstandard, im gesetzlichen Standard haben, und Bio? Und wir haben im NOPS-Projekt darüber auch intensiv nachgedacht und man findet auch verschiedenste Bezeichnungsversuche und Definitionsversuche für so etwas, für das, was ich gerade mal zwischen Schwarz und Weiß oder Grün und Gelb hier bezeichnet habe. Vielleicht regenerative Landwirtschaft, vielleicht wird darüber heute am meisten diskutiert, in anderen Ländern aber auch über pestizidfreie Landwirtschaft, Climate Smart Agriculture, nachhaltige Intensivierung, integrierter Landbau. Das sind alles Bezeichnungsversuche für irgendwas dazwischen, häufig aber relativ unklar, was damit gemeint ist. Wir wissen eben nur, zum Beispiel hier aus einer eigenen Studie, dass für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger, das eben auch relativ unklar ist. Sie wissen, hier sehen Sie grün, was ist am Produkt erkennbar? Blau, was ist den Menschen wichtig? Und Sie sehen, dass Bioprodukte noch sind gut erkennbar. Da ist der grüne Balken größer als der blaue. Aber die Umweltfreundlichkeit von Lebensmitteln insgesamt, da sehen die Verbraucherinnen deutliche Defizite in der Erkennbarkeit. Und jetzt kann man darüber diskutieren, wie könnte denn ein solches Hybridsystem sich am Markt entwickeln. Und nach meiner Einschätzung, aber das diskutiere ich sehr gerne heute, würde ich gerne zur Debatte stellen, gibt es zwei Formen, wie sich das weiterentwickeln könnte. Die eine Form wäre, wir definieren ein Landbausystem als solche Zwischenform, wie das zum Beispiel in der Schweiz gelungen ist mit dem IP-Swiss-System. Sie sehen das Label dieses integrierten Produktionssystems in der Schweiz, was sich dann neben Bio eben herausentwickelt hat und in den letzten Jahren auch gut entwickelt. Und das wäre also die eine Debatte. Es gibt also ein gelabeltes, zertifizierbares, am Markt dann auch präsentes Hybridsystem. Und die zweite Möglichkeit wäre, es entwickelt sich, und da gibt es, zeige ich gleich auch noch eine große Debatte derzeit darum, ein Label für die Umweltverträglichkeit, die Nachhaltigkeit
von Lebensmitteln insgesamt. Das betrifft dann gar nicht nur die Landwirtschaft, sondern die ganze Wertschöpfungskette und würde dann gemessen mit dem, was wir heute Lifecycle Assessment nennen oder auf europäischer Ebene Product Environmental Footprint, der noch weiter zu entwickeln ist, aber der einen Ansatz darstellt, wie man die Gesamtumweltverträglichkeit am Ende eines Lebensmittels inklusive der Landbewirtschaftungsform, aber auch Verpackung, Transport, Herstellung, Handel, das alles mit einbezieht, um am Schluss dann in einem mehrstufigen Label, zum Beispiel hier mit so einem Ampelkennzeichnungssystem, die Gesamtumweltverträglichkeit für die KonsumentInnen dann erkennbar zu machen. Da wäre dann die nachhaltigere Landbewirtschaftung nur ein Teil, aber wenn wir zum Beispiel auf Klimaschutz schauen, ne, da steht die Landwirtschaft für über 70% im Durchschnitt der Lebensmittel. Und bei vielen anderen Umweltindikatoren ist sie auch ein ganz wesentlicher Teil der Kette, was die Nachhaltigkeitsbewertung angeht. Diese beiden Wege möchte ich jetzt kurz zur Diskussion stellen. Und ich fange mal an mit diesem Label für ein definiertes Landbewirtschaftungssystem. Und da gibt es eine ganze Reihe heute von Versuchen in diesem Rahmen. Ich habe hier nur ein paar herausgehoben und insbesondere eben auf diesen Schweizer Ansatz hier nochmal verwiesen, weil der sicherlich das am Markt am weitesten entwickelte System ist und auch gut funktioniert. Warum hat das in Deutschland mit einer solchen integrierten Produktion diese Debatte und ein deutsches Label, und Sie sehen hier noch so ein paar Reste, ne, Obst aus dem alten Land integriert angebaut, ne, sind im Prinzip noch so ein paar Reste dessen, was in den 80er, 90er Jahren versucht wurde, in Deutschland auch als Labelsystem zu entwickeln. Warum hat das damals nicht geklappt? Naja, zum einen ist natürlich ein System, was zum Beispiel integrierte Produktion versucht, Pflanzenschutzmittel, chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sparsamer einzusetzen, aber weiterhin einzusetzen, komplizierter in der Kontrolle, nicht so eindeutig wie ein System wie der Biolandbau, was eben komplett auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz und auf mineralische Düngung verzichtet. Man hat dann also weichere Ziele, ne? Und das Ökonomen bezeichnen das als Transaktionskosten, solche Kontrollkosten, die dann entstehen, ist etwas komplizierter. Man hat aber, und das ist vielleicht noch entscheidender, auch Vertrauensdefizite damals gehabt. Also das war ja auch die Entstehungs- oder Marktetablierungsphase des ökologischen Landbaus. Dann hat man mit der integrierten Produktion ein System versucht aufzubauen, was nicht zertifiziert wurde, während der Ökolandbau klar den Weg der Zertifizierung gegangen ist. Der Absender damals, insbesondere die FNL, war vielleicht auch in der gesellschaftlichen Debatte sehr nah mit dem Agribusiness, der Agrarchemie verbunden, und man hat es nicht hinreichend geschafft, hier auch Vertrauen in der Breite der Gesellschaft aufzubauen. Der Ökolandbau war deutlich stärker eben in der Umweltbewegung verankert. Und man hat am Schluss es auch marketingstrategisch in der Positionierung nicht hinbekommen. Integriert ist kein guter Begriff, der ist sehr schwammig, der sagt nichts aus. Man hat auch verschiedene Begriffe genutzt, integriert, kontrolliert, kontrolliert, integriert. Da stieg niemand mehr durch. Es war nicht wirklich klar definiert. Der Handel war auch noch nicht bereit, jetzt drei Varianten konventionell bio integriert nebeneinander zu legen. Er war ja gerade erst dabei, so langsam bio, zumindest der konventionelle LEH, für sich zu entdecken. Und im Gegensatz zur Schweiz, wo es große Treiber im Handel gab, nämlich einer der beiden großen Händler in der Schweiz mit Migros, der es gepusht hat, war eben in Deutschland keiner der großen Händler bereit, ein solches System wirklich in die Breite zu tragen. Und deshalb gab es auch wenig Mehrzahlungsbereitschaft dafür. Also das hat damals nicht aus mehreren Gründen, die wichtig sind, glaube ich, nicht ins Gedächtnis zu rufen, nicht funktioniert. Jetzt hat sich die Debatte geändert. Wir haben eine viel breitere Nachhaltigkeitsdebatte heute. Wir haben viel mehr Zertifizierungssysteme. Also Zertifizierungssysteme sind heute eben viel etablierter am Markt. Wir haben gerade im Tierbereich jetzt ja auch etablierte Mehrstufigkeit. Denken Sie nur an die Haltungsform, Kennzeichen, auch das kommende staatliche Label. Also es ist ganz klar, dass wir heute, gucken Sie mal nur in den Eiermarkt,
wo es dann von Bodenhaltung bis Mobilstall, Biohaltung mit Bruderhahnaufzucht, alles Mögliche an Differenzierung gibt. Das ist viel etablierter und der Handel hat auch viel mehr Platz dafür inzwischen in den Regalen frei gemacht. Aber vielleicht ist eben auch die Agrardebatte ein Stückchen weiter. Der Konsens in der Zukunftskommission Landwirtschaft deutet zumindest an, dass man vielleicht diese Debatten heute etwas offener führen kann, als das vielleicht vor 30 Jahren noch der Fall war. Und deshalb gibt es jetzt auch in anderen Ländern eine verstärkte Debatte zu solchen Themen, zum Beispiel in Frankreich stärker auch unter dem Stichwort pestizidfrei. Nochmal ganz kurz, auch in der Schweiz ist das weitergegangen. Robert Finger, Kollege in der ETH, arbeitet da ja sehr intensiv darüber. Und auch die entwickeln sich eben bei IP Swiss weiter, indem sie neben dem integrierten Anbau jetzt auch einen chemisch-synthetisch pflanzenschutzmittelfreien Anbau definieren und also sozusagen nochmal eine Art Binnendifferenzierung innerhalb von IP Swiss auf die Beine stellen. In Frankreich versucht man, das Thema voranzutreiben, da sehr stark aus dem Weinbau kommend ein neues Label entwickelt und auch gerade eine agrarpolitische Diskussion, die sehr kontrovers ist. Ich habe mich da jetzt erst seit kurzem ein bisschen eingearbeitet, weil mich Kollege Burkhard Scher darauf hingewiesen hat, auf die Debatte in Frankreich dankenswerterweise und auch auf die Debatte um die Lücken, die dieses System wahrscheinlich noch aufweist, also eine geringe Kontrollhäufigkeit, niedrige Standards. Also da ist noch nicht klar, ob das da funktionieren kann zum Beispiel. Aber ich wollte darauf hinweisen, es gibt diese Debatte sehr stark aus dem Weinbau kommend. Und jetzt kann man darüber diskutieren, wenn wir ein solches neues Landbewirtschaftungsformsystem entwickeln wollen, definieren wollen, wie nennen wir das Ganze? Bio, Öko und alle Kombinationen daraus sind geschützt. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da gibt es klares EU-Recht, jede Anlehnung daran verhindern. Integriert hatte ich schon deutlich gemacht, funktioniert nicht. Rückstandsfrei ist eher so vom Ergebnis her gedacht, ist auch rechtlich problematisch. Pestizidfrei geht wahrscheinlich, ist aber möglicherweise gar nicht das, was man möchte oder doch. Also wir erforschen das ja in unserem NOPS-Projekt, aber das wäre nur eine Form, dann sehr spezifische Form. Ist auch eine, die so eine Negativabgrenzung beinhaltet, aber leicht verständlich. Alles mit natürlich, Natürlichkeit ist auch rechtlich problematisch, ähnlich wie Rückstandsfreiheit. Be-friendly oder ähnliches ist emotional, aber vielleicht auch nicht das, was man wirklich damit aussagen möchte. Es ist zu vereinfacht. Regenerative Landwirtschaft, darunter wird sehr Verschiedenes heute verstanden von eben sehr stark auf Humusaufbau und Ähnliches, aber konventionell bis hin zu Unterformen, spezifische, noch weitergehende Formen der Biolandwirtschaft, nicht definiert, in verschiedenen Ländern unklar, anders definiert heute. Nachhaltige Intensivierung wird gerne in der Fachdiskussion gebraucht, ist aber für die Menschen nicht verständlich, viel zu produktionstechnisch gedacht. Also es zeigt schon, das ist nicht so ganz einfach hier, das überhaupt begrifflich zu fassen. Darüber könnten wir diskutieren. Denn am Schluss geht es ja irgendwie darum, wenn Bio einen Weg zur Nachhaltigkeit mit sehr starker Natürlichkeitsorientierung versucht, geht es ja hier darum, ein System zu entwickeln, was stärker technische Innovationen in den Vordergrund rückt, eben bis hin zu pflanzenzüchtungstechnischen Innovationen, Robotern und Ähnlichem. Es gibt natürlich auch Verbindungslinien dazwischen, aber ich habe versucht, das nochmal hier so von der Marktpositionierung, wenn Sie jetzt einfach mal aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger denken, ne, dann sind das eben vielleicht die beiden Pfade. Also das wäre der eine Weg. Wir definieren und kontrollieren eine Landbewirtschaftungsform, die sich innovativ jetzt erst herausentwickeln müsste. Der andere Weg ist, wir kennzeichnen Lebensmittel nach ihrer Gesamtumweltverträglichkeit über die ganze Foodchain hinweg. Und das wird im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie der EU derzeit auch diskutiert. Und
im Rahmen der Green Claims Initiative der EU, jetzt auch des vorliegenden Richtlinienentwurfs, wo es auch darum geht, eben, dass zukünftig Claims zur Umweltverträglichkeit stärker substantiiert werden müssen. Auch da geht es genau um solche Fragestellungen. Wie kann man eigentlich entsprechende Begriffe dann auch definieren, hinterlegen? Und deshalb gibt es eine ganze Reihe von Initiativen für ein Klima- und Umweltlabel derzeit in Deutschland, in Dänemark, in sehr stark in Frankreich, aber auch in anderen Ländern, die sich alle darum bemühen, irgendwie ein Klima- oder Umweltlabel zu schaffen, was am Schluss auf dem Lebensmittel die Gesamtkette und deren Umweltverträglichkeit kennzeichnet. Ja, das sind die beiden Wege, die man diskutieren kann, und die haben beide Vor- und Nachteile. Ich möchte kurz mit einem Fazit enden. Bio ist ein wichtiger Nachhaltigkeitstreiber. Ich denke, wir müssen heute nicht darüber diskutieren, ne, dass Bio auch weiterhin einen wichtigen Stellenwert behalten wird. Vielleicht werden wir darüber diskutieren, ob Bio eben die einzige Lösung der Nachhaltigkeitsherausforderung sein kann oder ob es eben ein solches Zwischensegment geben sollte. Aus meiner Sicht wäre es gut, wenn wir die Menschen dabei mitnehmen, wenn wir ein wenig wegkommen von dieser Schwarz-Weiß-Diskussion. Aber das ist eine sehr große Herausforderung, gerade für die gesellschaftliche Debatte, die in Deutschland sehr polarisiert ist, das glaubwürdig zu tun, ein solches Segment herauszuentwickeln in der Landwirtschaft, erstmal zu definieren, was ist denn eine gute Form dieser ökologischen Extensivierung, welche Wege gibt es da? Friedhelm Taube, Kollege aus Kiel, arbeitet da ja zum Beispiel auch sehr intensiv dran. Wir arbeiten im NOPS-Projekt da dran, und das sind ja alles erstmal Versuche, auch auf landbaulicher Ebene das System, solche Systeme weiterzuentwickeln, die dann aber noch zu übersetzen, für die Menschen glaubwürdig ein Segment daraus entwickeln, was nicht den Biolandbau kaputt macht. Nun, das ist eben die zentrale Herausforderung, und ob man das mit einem neuen Label schafft oder ob der Weg dann eher am Schluss über die Gesamtumweltverträglichkeitskennzeichnung, sowas wie Planet Score und Co. geht, das ist eben genau die Frage, wo ich Ihnen auch keine eindeutige Antwort heute darauf liefern kann. Und deshalb eben unser Format heute und der Wunsch, mit Ihnen da gemeinsam drüber zu diskutieren. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Achim Spiller, für diesen Auftakt und genau, und auch diese Einordnung, diese differenzierte Einordnung gerade auch nochmal am Ende zur, ja, zu dem Spannungsfeld letztendlich, das sich da auftut, insbesondere für Bio, das am Anfang ja sehr, sehr kritisch war. Und genau, insofern sind wir ganz gespannt, glaube ich, darauf, was Jan Plagge, Präsident von Bioland e.V., jetzt zunächst mal als Kommentar, als Anmerkung zu diesem ersten Vortrag hier beizutragen hat. Und ich möchte auch gerne nochmal anregen, alle ZuschauerInnen jetzt F&A bereits jetzt zu nutzen, denn im Anschluss wollen wir natürlich ganz angeregt noch weiter diskutieren im breiteren Kreis. Jan Plagge, bitteschön. Gerne, vielen Dank. Erstmal für die Möglichkeit. Das ist ja ein extrem anspruchsvolles Thema, wenn man über Mittel und Wege diskutiert, die eine Transformation, eine ökologische Transformation für die gesamte Landwirtschaft ermöglichen soll. Und da sind wir natürlich gerne dabei. Erstmal technische Frage. Meine Präsentation ist gut sichtbar. Ja. Herr Spiller nickt, alles gut. Dann will ich ein paar Aspekte jetzt aus unserer Perspektive, ich spreche hier als Biolandpräsident, natürlich aber auch mit der Perspektive für den gesamten organisierten Ökolandbau, auch aus europäischer Sicht, ein paar Aspekte ergänzen, die Herr Spiller aber schon gut dargestellt hat. Also der eine, ich möchte einen Eindruck ein bisschen korrigieren oder versuchen zu korrigieren, dass es im Ökolandbau primär um ein Natürlichkeitsprinzip geht, sondern
dass es also in der ganzen Genese des Ökolandbaus um eine jahrzehntelange Suche und auch Definition geht, wie man ein Landwirtschaftssystem definieren, regeln und auch auf dieser Regelbasis möglichst faire, auch vergleichbare Wettbewerbsbedingungen am Markt erstellen kann. Ich denke mal, das wissen Sie wahrscheinlich alles von Ihrer Ausbildung oder von Ihrer Vorbildung, dass das alles eine lange Geschichte hat. Aber ich will noch mal sagen, also was auch aus meiner politischen Erfahrung die Bedeutung der EU-Öko-Verordnung sowohl für die Definition von Anbausystemen natürlich auch wie für das Labeling Richtung Verbraucher, was das für eine Rolle spielt. Und das ist momentan, das hat ja Herr Spiller auch gesagt, die einzige gesetzlich definierte Anbauform, die sowohl im europäischen Binnenmarkt als auch weltweit mit leichten Unterschieden einen Markt geschaffen hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch eine Grundlage, wie man überhaupt Standards oberhalb des gesetzlichen Niveaus rechtssicher und auch marktsicher definieren kann. Und als jemand, der jetzt seit über 3 Jahrzehnten in dem Bereich auch der ganzen Diskussion, wie wird definiert, wie ist die rechtliche Grundlage, wie wird die Kontrolle weiterentwickelt, wie schafft man ein Level Playing Field und wie regelt man einzelne Produktionsdetails, ob im Geflügelbereich oder im Nährstoffkreislauf, es alles andere als trivial ist, jetzt mit aktuell 27 EU-Mitgliedstaaten diesen Definitionsprozess permanent weiterzutreiben. Aber das ist eben erstmal die Rechtsgrundlage. Und dahinter steht ein langer Weg, ein langer Diskussionsweg, der primär aus der landwirtschaftlichen Praxis geführt wurde. Also die sich dort engagiert haben, eben auch bis in alle tiefen Details waren organisierte Bäuerinnen, Bauern in den 80er und auch eben in den 90er Jahren bis heute, die genau versucht haben, diese Standarddefinition nicht nur zu verfolgen, sondern eben auch aktiv in den ganzen demokratischen Mitbestimmungsprozessen, sowohl privatrechtlich wie dann eben auch EU-rechtlich, mitzugestalten. So, und das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn es jetzt eben darum geht, die Frage zu beantworten, wenn ich jetzt einen dritten Weg, einen Hybridweg oder eben einen Weg für die gesamte Landwirtschaft finden will, dass ich ja mich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Interessensgruppen auf irgendetwas einigen muss. Egal welchen Term, welchen Begriff ich wähle, darunter steht ein Regelwerk mit ganz vielen unterschiedlichen Anbauregionen, Klimazonen, Betriebsformen, klein, groß. Und ich muss mich so, also wenn wir das auch weiter kultivieren und schätzen wollen, was ich hoffe, wofür ich kämpfe und arbeite, also für eine Sicherung unserer Demokratie und unserem demokratischen Interessensausgleich, dass wir uns dafür einsetzen, dass das erstmal komplex ist, dass das kompliziert ist und dass es nicht besonders einfach und auch nicht besonders wahrscheinlich ist, dass es neben den schon existierenden Systemen ganz einfach neue rechtssichere Systeme entwickelt werden können. Also das vielleicht erstmal so als Grundthese, dass diese Fragestellung betrachten muss, wo wir stehen, wo wir herkommen und sozusagen welches Ausgangskapital an Definitionen, an fairen Wettbewerbsbedingungen und auch weiterzuentwickelnden fairen Wettbewerbsbedingungen wir schon in Europa haben. Und das Zweite, aber das, glaube ich, hat der Herr Spiller schon gut und klar dargestellt, ist erstmal, warum überhaupt der Ökolandbau in dieser ganzen Diskussion eine zentrale Rolle einstellt. Die Umweltleistung, also die unstrittigen ökologischen Leistungen, die Indikatoren, die zum Beispiel eben das Thünen-Institut ja in seiner Metastudie zusammengestellt hat, die aber keinen von uns, die sich im Ökolandbau engagieren, an irgendeiner Stelle ausruhen lässt und sagt, ja, wir haben in vielen Bereichen Vorteile in den ökologischen Indikatoren,
Aber das war es jetzt sozusagen. Also das ist ein Monolith oder ein Dogma, sondern das ist das, was im Detail ja immer weiter angeschaut werden muss, wo man das System auch natürlich unter Effizienzgesichtspunkten weiterentwickeln kann. Und das bringt mich zu der Rolle, also so wie ich sie erlebe, das ist jetzt vielleicht auch subjektiv, auch aus meiner Rolle als europäischer Dachverbandspräsident von IFOAM Organics Europe, wo wir ja intensiv die ganzen Vorläufer und Vordiskussionen, die jetzt zum Green Deal und zur Farm-to-Fork-Strategie geführt haben, unmittelbar in Brüssel geführt haben, jetzt auch aktuell mit Frans Timmermans die letzten 3 Jahre. Da bin ich oft gefragt worden, ja, warum jetzt Bio und warum nicht irgendwas anderes und warum nicht eben ein dritter Weg und warum nicht irgendein Ansatz, der für alle gilt? Die Antwort war relativ einfach, auch mit den unterschiedlichen Kommissaren, die ja an der Farm-to-Fork-Strategie beteiligt sind, die war relativ einfach. Und weil es gibt keine Alternative, die einfach aus dem Hut gezaubert werden kann. Sozusagen und das haben die Politiker auch ja relativ klar gesagt, der Organic ist ein europäisches Projekt, so wird das angesehen, das ist geschaffen worden, das hat uns ein regulatives, demokratisch geschaffenes Kapital, so kann man es ja auch nennen, in der Prozess, in der Rechtssitzung, aber auch in der Verbraucherbekanntheit geschaffen. Und das wollen wir weiterentwickeln, das wollen wir nutzen als politisches Werkzeug, nicht für 100%, wäre ein Missverständnis, hat nach meiner Kenntnis jetzt auf der europäischen Ebene auch noch niemand gesagt, niemand behauptet, auch uns, wir vom Dachverband nicht. Wir haben eine Vision vor 10 Jahren zu Papier gebracht, damals im Baltikum mit den baltischen Staaten intensiv diskutiert und verabschiedet, aber dann gesamteuropäisch, wo wir gesagt haben, wir wollen 50% der Landwirtschaft in Europa nach den Prinzipien des Ökolandbaus bis 2030 bewirtschaften. Das heißt aber nicht, dass alles zertifiziert wird. Und die Prinzipien, die sind ja wahrscheinlich bekannt. Da geht es um Kreislaufwirtschaft, um artgerechte Tierhaltung mit Außenklimakontakt und so weiter und so fort. Viele dieser Prinzipien sind mittlerweile auch zumindest in der Debatte, in der Breite angekommen, nicht unbedingt nur im zertifizierten Ökolandbau. Wenn ich Frans Timmermans hier zitieren darf zu der Rolle in der Politik des Ökolandbaus, dann sagt er ganz klar, wir müssen die allgemeine Nachhaltigkeit erhöhen, aber die ökologisch wirtschaftenden Betriebe können eigentlich überall in Europa eine Inspiration für die gesamte Produktionskette darstellen, denn 100% der Landwirtschaft müssen nachhaltig sein, aber nicht 100% der Landwirtschaft müssen ökologisch zertifiziert sein. Ich glaube, da gebe ich auch die allgemeine Haltung, aber auch unsere Position aus der Verbandslandschaft dar. Zum Labeling, vielleicht auch da noch auch kurz ein Blick. Wir kritisieren ja sehr heftig den Produktumweltfußabdruck, PEF, also das Konzept für die Landwirtschaft, insbesondere weil es im Grunde den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb aus diesem System ausklammert. Ich kann mit diesem Bewertungssystem als individueller Landwirt relativ wenig tun, egal ob ökologisch oder konventionell oder regenerativ, was ich auch immer für Praktiken versuche, habe ich kaum eine Chance oder eigentlich gar keine Chance nach der Logik, nach der Systematik dieser Labelsysteme, da sie ja auf generische Daten zugreifen, betriebsindividuell ein besseres Scoring zu bekommen. Also neben vielen anderen Lücken im Score selber, ob es jetzt der Eco-Score ist oder auch der Planet-Score oder andere auf das Lifecycle-Assessment beruhenden Scoring-Systemen, die haben eine Lücke, die der Ökolandbau bisher aus meiner Sicht noch als Alleinstellung schließt, nämlich, dass wirklich jeder einzelne Betrieb etwas tun muss, sich an Regeln halten muss und das auch jährlich nachweisen muss. Das ist hier eine Umfrage gewesen. In Frankreich läuft ja eben schon dieser Wettbewerb einige Jahre länger als bei uns in Deutschland, also auch der wissenschaftliche Wettbewerb, der öffentliche Wettbewerb. Das war eine Verbraucherumfrage nach den unterschiedlichen Scoring-Systemen, die ja im Auftrag auch der französischen Regierung in einen Entwicklungswettbewerb gegangen sind. So zum Ende vielleicht jetzt nochmal auch als Ausblick für unsere Debatte. Ist mir wichtig, der Biolandbau hat seine Wurzeln, also zumindest die ich vertrete im organisch-biologischen Landbau, nicht rein in diesem
Natürlichkeitsprinzip, sondern es ist eine Bauernbewegung gewesen. Hier sieht man den Möschberg, das ist eine Bauernschule gewesen von der Familie Müller, dann nachher auch mit dem Mikrobiologen Hans-Peter Rusch, ein Wissenschaftler, Mediziner, dessen Firma heute noch vor allen Dingen im Bereich der Darmpräparate, Mikrobiologie, Pharmazeutika herstellt. Also die Grundlagen waren einerseits bäuerlich und andererseits wissenschaftlich. Und das ist das, was uns heute auch noch treibt. Ich will nur ein anderes Beispiel, das vielleicht auch diese These untermauert. Ich könnte viele andere Beispiele nennen. Die Leguminosenzüchtung, die ganzen Leguminosennetzwerke, wo wir immer Eiweißpflanzeninitiative, jetzt hier das große Humusprojekt, was der DBV mit dem BOLW vorantreibt, dass wir selber die Systeme zu Kreislaufwirtschaft, Humusaufbau, Klimaschutz, Biodiversität, Tierwohl, auch Tierwohlindikatoren, die wir in die Biokontrolle eingeführt haben, sehr stark und sehr streng nach wissenschaftlichen Kriterien entwickeln und auch messen wollen und so zu einem System kommen wollen, worum es aus meiner Sicht im Kern geht. Wir sind immer noch insgesamt auf der Suche nach einer Land- und Lebensmittelwirtschaft, die im Rahmen der planetaren Grenzen funktionieren kann. Und das ist zu diskutieren, wie das ideal laufen kann. Und der Ökolandbau hat einfach an der Stelle große Vorteile, weil er uns einen riesen Zeitvorsprung bringt, weil er diese ganzen regulativen Fragen, diese ganzen Interessensausgleichfragen, viele von denen zumindest schon in den letzten Jahrzehnten gelöst hat und auf dem kann man weiter aufbauen. Und das wäre noch mein letzter Punkt. Vielleicht ist es nicht unbedingt, also die schwierige Frage, gerade im europäischen Binnenmarkt, neue Labels, neue verbindliche oder freiwillige Labels einzuführen, die Lösung, sondern vielleicht ist auch die GAP die Lösung, dass man versucht, über die GAP ein Niveau zwischen anerkannt zertifizierten Ökolandbaubetrieben und dem gesetzlichen Niveau schafft, was aber ein ganzheitliches Betriebssystem ist und was funktionieren kann, nicht nur jetzt mit reduzierten Pestizideinsatz oder reduzierten Düngereinsatz, sondern was in sich ein stimmiges Gesamtsystem sein kann und was dafür dann auch eine gesamtbetriebliche Honorierung bereitstellen kann, dass wir uns dann nicht weiter in Details zerfleddern. Ist das auch bekannt? Wir sind nicht unbedingt ein riesengroßer Fan jetzt von den Punktesystemen, sondern versuchen eher einen Weg zu finden, der auch für einen Gesamtbetrieb funktionieren kann. So, das war als Impuls von meiner Seite für die Debatte und ich freue mich auf den Austausch. Danke. Wunderbar, vielen Dank, Herr Plagge. Wir wollen einen weiteren Impuls jetzt noch einmal hier ans Auditorium geben, und zwar von Markus Röser, Leiter Kommunikation, Public Affairs, Nachhaltigkeit in Nordeuropa bei der BASF. Und genau, ich möchte Sie einfach bitten, Herr Röser, ich glaube, Sie haben keine Präsentation ergänzen, sondern mit Ihren Kommentaren jetzt einfach Stellung zu nehmen. Und danach öffnen wir die Diskussion unmittelbar, bereiten sich also bitte gerne vor, im Auditorium schon gleich Fragen zu stellen, per Handheben dann direkt, oder nutzen Sie den F&A-Bereich, bitte. Dankeschön, Herr Röser, Sie haben das Wort. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Frau Schulze-Eders, Herr Spieler, Herr Plagge, vielen Dank für die Kommentierung bzw. die Impulse vorab. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich die nur kurz kommentieren, damit wir noch ein bisschen Zeit für Diskussionen haben. Ich würde auch gucken, dass es relativ zügig geht, denn vieles wurde schon gesagt. Wir glauben, dass Hybridlösung die Lösung der Zukunft ist für eine Transformation der Landwirtschaft. Das ist schon mal extrem wichtig für uns. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass auch ein Stück weit die emotionale Diskussion zwischen Bio und konventioneller Landwirtschaft abflacht und sich ein Stück weit beendet und dass man sich sehr lösungs- oder zielorientiert auch mittlerweile zu den verschiedenen Themen äußert. Was relativ klar ist, und ich glaube, das ist wichtig in der ganzen Debatte, ist, dass wir vor Riesenherausforderungen stehen. Zum einen natürlich Klimaschutz allen voran, aber auch die Artenvielfalt, das sind ganz wichtige Themen, und aber auch das Thema Produktivität. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, wenn man über Lösungen der Zukunft diskutiert, dass man auch
anerkennt, dass wir die Produktivität hochhalten müssen, beziehungsweise auch noch steigern müssen. Denn wir haben eine Weltbevölkerung, die nach oben geht. Und die bekommen wir nicht alleine satt, weder durch die konventionelle noch durch die biologische Landwirtschaft, sondern da brauchen wir verschiedene Technologien in Zukunft, um diese Produktivität nach oben zu bringen und gleichzeitig Klimaschutz oder auch Artenvielfalt zu fördern. Und das muss eigentlich das Ziel sein, da eine richtige Balance hinzubekommen. Ganz gleich, was hier die Lösungen sind, und die muss man, denken wir, relativ gut kombinieren. Das hat ja auch Herr Plagge eben schon gesagt, niemand will auf 100% biologische Landwirtschaft gehen, weil damit werden wir wahrscheinlich nicht die Weltbevölkerung ernähren können. Nichtsdestotrotz sind von beiden Seiten, egal ob vom biologischen Landbau oder der konventionellen Landwirtschaft, Errungenschaften da, Lösungen da, die man sinnvoll kombinieren muss, um zu einer Win-Win-Situation hinzukommen. Das heißt eigentlich, beste Lösungen kombinieren und da auch Innovationen nutzen. Und Innovationen, und das hat auch Professor Spieler schon erwähnt, können auch technische Lösungen sein, Digitalisierung zum Beispiel, auch Robotiksysteme, aber auch Züchtung, über die man diskutieren muss. Und vielleicht muss man sich da auch nochmal vor Augen führen, dass diese Diskussion um eine Landwirtschaft der Zukunft, Klimaschutz und Artenschutz nicht an den Grenzen in Deutschland aufhört, sondern eine weltweite Diskussion ist und auch das Thema Züchtung zum Beispiel ein weltweites Thema ist und man sich natürlich überlegen muss, also ich glaube, es ist nicht zielführend, darüber nachzudenken, ob Züchtung oder auch CRISPR-Cas zum Beispiel nur in Deutschland eine Rolle spielt. Das Thema wird weitergetrieben werden, weltweit, und wir können natürlich entscheiden, wollen wir da mitmachen und wollen wir vor allem auch für die Zukunft wichtige Eckpfeiler setzen oder wollen wir die anderen nur machen lassen? Ich glaube, das ist wichtig, dass man auch auf diese technische Lösung in Zukunft achtet und die nach vorne treibt und ein Stück weit auch technologieoffen oder innovationsoffen bei diesen Themen sind. Und neben diesen Innovationen im technischen Bereich, Züchtung, gehören natürlich auch Innovationen bei biologischen oder chemischen Pflanzenschutz mit dazu. Das heißt, Entwicklung von Betriebsstoffen, die in Zukunft weniger gefährlich sind, wie sie vielleicht heute gesehen werden, mehr umweltfreundlicher sind, einen höheren Beitrag bringen, auch zum Thema und zum Umweltschutz, aber trotzdem den Landwirten helfen, bestimmte Unkräuter, Verunkrautungen noch zu bekämpfen oder auch Schädlingsbefälle zu bekämpfen. Denn das darf man auch nicht vergessen. 30% vor der Ernte gehen heute immer noch verloren in Deutschland durch Schädlinge oder durch Unkräuter teilweise. Von daher glauben wir, es geht nicht darum, ein bestimmtes Wirtschaftssystem bio- oder konventionell zu fördern, sondern, und das hat Herr Plagge auch gesagt, 100% der Landwirtschaft müssen nachhaltig sein. Es geht darum, die Nachhaltigkeit zu fördern und auch deutlich zu sagen, diese Anstrengung wird uns mehr Geld kosten, und zwar uns alle in der Wertschöpfung, die Industrie, aber auch die Landwirte, aber auch den Konsumenten am Ende, denn irgendjemand muss diese Leistung bezahlen oder sie müssen in irgendeiner Form gefördert werden. Das sind gesellschaftliche Leistungen, die auch der Landwirt und die Landwirtin erbringen müssen. Eine Fördermöglichkeit kann durch die GAP erfolgen, aber nicht gesamt. Es muss auch ein Stück weit vielleicht vom Konsumenten getragen werden. Und daher glauben wir, dass in einer freien Marktwirtschaft ein Nachhaltigkeitslabel ideal wäre, was auf die Ziele der Nachhaltigkeit einzahlt. Welchen Beitrag wird zum Beispiel bei der Erzeugung eines Produktes geleistet für den Klimaschutz, für die Artenvielfalt? Das kann man messen und bewerten und das auslabelt, sodass der Konsument erkennt, vollkommen losgelöst, ob das ein biologischer Anbau ist oder ein konventioneller Anbau, erkennt, wird hier eine nachhaltige Leistung erbracht, wird hier ein Mehrwert zum Gewässerschutz gebracht, wird hier ein Mehrwert für die biologische Vielfalt gebracht und vor allem für den CO2-Fußabdruck. Und das bewerten kann mit einem Nachhaltigkeitslabel und dementsprechend auch ein bisschen
Das Kaufverhalten steuert über ein Nachhaltigkeitslabel und wir würden uns freuen, wenn ein Nachhaltigkeitslabel eingeführt werden würde und wenn da auch politisch die Leitplanken dafür geschaffen werden, ein solches Nachhaltigkeitslabel in die Welt zu rufen, losgelöst von den Wirtschaftssystemen, die hinten dran steht, was eindeutig den Mehrwert für Nachhaltigkeit im Fokus hat und darauf auch abzielt und die Konsumenten darüber informiert, wie diese nachhaltige Anbaumethoden funktionieren und ob Ergebnisse hinten dran rauskommen. Das war von uns oder von mir. Herzlichen Dank, Herr Röser.